Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Project Ozone 2 Kappa Mode. Ich habe mir überlegt, was wir heute machen. Und zwar haben wir hier noch die ME Quest. Dafür brauchen wir jetzt ein paar Crafting Units. Mal so 4. Dann eine 4K ME Storage. Und dann machen wir einfach mal. Dann machen wir einfach mal so. Haben wir. Das gleiche machen wir dann nochmal mit 16K. Das war eine Fluid. Und 64K sollten wir, glaube ich, nicht haben. Okay. Das ist ein Crafting Task. Ja gut, das ist aber auch gar kein Thema. Mach er mir fertig. Danke, Sklave. So. Haben wir. So. Wir brauchen dann den ME Fluid Storage Bus und den Gas Storage Bus. Alles gar kein Thema. Alles null Problemo. Interface und Craft 10 Stück. Go. Sehr schön. Fluid Storage Bus. Yellow. Mach. Mach und werd glücklich. Haben wir. So. Dann brauchen wir noch einen Gas Export Bus und einen All Dictionary Export Bus. Davon habe ich noch nie gehört. Ach du Scheiße. Mache ich jetzt mal den Kess-Export-Boss für dich. Was war das jetzt? Ein Formation Core. Ist mir scheißegal, wie viel der craftet. Hauptsache, wir haben es fertig. Kess-Export-Boss und der. Okay, wir machen jetzt erstmal Acceleration Cards. Fluix. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Damm. Und Damm. Gleich machen wir es nochmal mit dem Import-Bus. Und zwar fehlt uns ja nur noch der Guess-Import-Bus. Hoppala, ich habe Shift gedrückt. Ich muss echt gerade. So, ist aus. Später. So. Guess Import Bus. Und der Annihilation Core. Kannst du mir auch mal so 100 machen. Zack, zack. Importer sind auch fertig. Jetzt die Level-Emitter. Haben wir. Haben wir. Haben wir.
Sehr schön. Fluid Interface. Jetzt mal wieder ein bisschen aufräumen. Wir rasen einfach nur noch durch die Quest durch, das ist unglaublich. Fluid Interface. Der ME Fluid Assembler. Ich glaube, der war generell für Rezepte da, wo man. Okay. Sammelt schnell. Für Rezepte da, wo man zum Beispiel Wassereimer oder sowas braucht. Oder generell Wasser. Ich weiß es gerade nicht. Also es ist nicht speziell Wasser, sondern halt generell Flüssigkeiten. Ah, craft fluids if the recipe calls for a liquid like cake. Okay, also wo wirklich so, wo Eimer gebraucht werden und so etwas. Gut. Energy Cell. Fluxus 100. 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und ich kann mir schon denken, was als nächstes kommt. Als hätte ich es vorhergesehen. So, jetzt wollen wir nur noch das hier machen und wir haben auch die ME-Quest fertig. Ey, so langsam haben wir das. Ja. Ich bin gerade am gucken. Da haben wir alles fertig. Da haben wir jetzt alles fertig. Hier haben wir fast alles fertig. Da sind wir dran. Das haben wir fertig. Das müssen wir noch machen. Und dann die restlichen drei Kappa-Quests. Und es wird Extreme Crafting, Extreme Crafting, Extreme Crafting. Sagen wir das geraten. Nochmal das Crafting. Halt. Jetzt habe ich vergessen, wo ich dran war, was ich machen muss. Ether, genau. Wir brauchen das ME Guest Terminal. Haben wir Spatial IO Port und Pylon. Haben wir eine 2 Degree Spezial. Schlag mich tot. Okay, da brauchen wir die Fluix Pearls. Mach fertig. Die 16. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da kann ich eigentlich gleich 16 machen. Und zack, kann man die noch wieder so auseinandernehmen? Nö. Okay. Dann brauche ich doch noch mal vier von denen. Und dann machen wir die 16er fertig. Und wir haben das ME-System fertig. Super. Dann, komm, die Turbine machen wir jetzt auch noch heute. Wir knüppeln heute durch. So, Turbine. Stil 2000. Mach. Quarz 2000. Gib ihm. Turbinenhousing 2000. Okay. Da müssen wir mindestens 49 machen. Ich mache jetzt mal ein bisschen mehr. Turbinenglas, Rotorshaft. Okay, machen wir Fluid, Rotorbearing, Controller, Powerport.
Okay, Sigf. Das sollte eigentlich nicht allzu lange dauern. Der Reaktor-Controller braucht Ferd. So. Haben wir. Powerport. Haben wir. Fluidport. Haben wir. Rotor Bearing. Da brauchen wir die Rotor Shafts. Haben wir. Rotor Blade. Haben wir. Wo haben wir jetzt noch? Nur das Turbinenglas. Zack. Turbine. Sehr schön. Ja gut, ne? Dann würde ich jetzt sagen, wir haben Alpha abgeschlossen. Beta. Gamma. Delta, Epsilon, Zeta so gut es geht, Eta, Theta, Iota, Kappa, es wird Zeit. Das Transmutation Table. Ne, der Transmutation Table. Transmutation. Alles klar. Compressed Gaia, Red Matter Blöcke. Habe ich noch Runes? Welche brauche ich? Lust und Pride. Lust habe ich. Ich habe keine Pride. Okay, dann muss ich gleich machen. Wir brauchen einen Bedrock. Das ist ganz einfach. Das ist so easy. 4 Mobius. So, was ist das jetzt hier noch? Eternalis. Das waren 2 Stück, genau. So, Start. Sorry, da war ich gerade ein bisschen Brain of Car. 4 Ultimate Furnace. Das wird jetzt auch einen Moment dauern. Dumm, 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 dumm. Also generell, ich werde gucken. Wir machen dieses Questbuch zu Ende, dann werde ich die Map speichern, zum Upload zur Verfügung stellen. Ja, und dann fangen wir das neue Projekt an. Ja, was ist denn das? Wo zum Henker ist mein Infusion Stone? Hä? Hä? Wo ist denn Fusion Stone hin? Das ist generell kein Thema, den jetzt neu zu machen. Wundert mich jetzt gerade, wo der hin ist. Moment, ich mach mal gerade ganz kurz schon mal. Hey, jetzt mal mehr ins Wurst.
Was war denn Fusion Stone hin? Vier. Kann ich Temperio? Nein. Mana, Diamond Blöcke. Dragonstone. Ich muss das Portal anschmeißen. Okay, das ist super gelaufen bisher. Lotus. Das gut alte Mana-Tablet. Dann auffüllen. Das kann er mal hier rein. Wand of Froze habe ich schon im E. Wie jetzt? Mal bitte. Nehmen wir den so lange. Sehr gut. Das haben wir. Eine Mana-Perle. Fünf mal 9 ist 45, minus 6 sind 39. Ja, das dauert jetzt einen Moment zu berechnen. Start. Och nein! Ich muss mal kurz den Schluck Wasser trinken. Mein Hirn ist, glaube ich, wieder eingeschrumpft. Wieso kannst du das nicht craften? Ist doch alles da. Also manchmal ist dieses ME-System komisch. So, das haben wir. Habe ich. Compressed Gaia. Einen Netherstar. Und jetzt die Civisio Sense. Wo wird das gerade gecraftet? Hier. So. Floix. Du machst mir jetzt noch ein paar Karten. Also, das ist schon so schnell es geht, oder wie? Ach du Scheiße. Oh, es ist ja eh schon fast fertig. So. Ja gut, wir haben es halt ziemlich viel Zivis hier noch verschleudert in die Ingots, aber ja gut. Haben wir noch vier hier? Und ich habe mich verrechnet. Ja, was habe ich eben gerechnet? 9 Stück braucht. Wir werden 4 da.
Wie komme ich auf 39? Ich will es gar nicht jetzt wissen. So. Gaia Manasfera. Living Rock. Ich weiß jetzt aber auch echt nicht, wieso der weg ist. So, Ultimate Furnace. 4 Stück. Neuer Versuch. Ich werde wahrscheinlich auch aufs Hinschmal die beiden Runen noch, die wir noch brauchen, vorbereiten. Ja, das dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Dum dum da dum dum dum. So. Ich schätze mal, mittlerweile dürfte auch der Spendenstream vom Trevolo vorbei gewesen sein. Da muss ich auch noch ein Infovideo für machen. Oh. Ich sehe gerade, bei uns schneidet es wieder. Oh, ist. Ach stimmt, für Jim brauche ich ja noch. Wo habe ich? Da. Dafür ist die Pickaxe echt super. So. Und Ace. Ultimate Furnace. Dritter und letzter Versuch. Dann gehe ich hier schon mal auf den Transportation Table. Crystal Matrix, Draconic Course, Red Gem Wafer, Rune of Sloth brauche ich, Infinity Catalyst 2 Stück, Demon Steel of the A Magnitude, Compressed Gaia, Red Matter. Okay. Start. Sehr gut. Red Matter. 4. Sehr schön. Oh, ich sehe gerade, die Seite ist auch rum. Ja, ich werde die Runden dann aufs Screen noch vorbereiten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.